Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein EM-Thema mit ein bisschen Terra Preta dabei, nämlich unser Wasserfiltersystem. Das Wasserfiltersystem Sanuno von der Firma Carbonit, das wir seit 7 Jahren selber benutzen und seit 5 Jahren im Shop anbieten und das seit langem schon mit EM-Keramikpulver auch hergestellt wird. Also es ist nicht nur ein interessantes Wasserfiltersystem, was man sowieso haben kann, dann hätten wir es vielleicht nicht mit ins Programm genommen und verkauft, sondern es hat auch eine EM-Keramikkomponente. Ganz viele Wasserfilterhersteller haben inzwischen schon verstanden, dass EM-Keramik eine Möglichkeit ist, Wasserqualität zu verbessern, die gesundheitlichen Auswirkungen des Wassers zu verbessern, dass der Mensch das besser aufnehmen kann, dass die Cluster feiner sind, dass das besser für Mensch und Tier und Pflanze ist, wenn das mit EM-Keramik behandelt wurde, das Wasser. Und ganz viele, tatsächlich sehr viele Wasserfilterhersteller bis hin zu Wasserfiltern aus Nordkorea, wo ich dann plötzlich lese, die sind mit, nicht Nordkorea, Südkorea, die sind mit EM-Keramik-Zusatz hergestellt. Ne, da gab es spezielle elektrisch, wo man mit Strom elektrisches basisches Wasser herstellen kann. Und das war zusätzlich mit einem EM-Keramik-Filter dabei. Also das hat sich inzwischen in der Wasserfilterindustrie, sag ich mal, herumgesprochen, dass EM-Keramik eine sehr einfache und gute Möglichkeit ist, da die Qualität zu verbessern. Und deswegen bieten wir dieses Wasserfiltersystem mit an, weil es das in einer sehr einfachen Form hat. Sanuno Trinkwassersystem. Und was ist das für ein System? Das ist natürlich auch wieder schön für uns, spannend für uns. Es ist Kohle. Es ist ein Kohlefilter. Carbonit-Kohle, Aktiv-Kohlefilter. Kann man mal ein paar Bilder zu sehen. Das ist die Patrone, eine EM Premium 5, also das ist ihre klassische Aktivkohle-Patrone, aber in der Aktivkohle, mit der Aktivkohle gemischt, EM Keramikpulver und das zusammen gepresst zur Patrone. Das ist ja das, was sie machen. Sie haben Aktivkohle. Aktivkohle ist Holzkohle, die speziell behandelt wird, wo man die Holzkohle nochmal reinigt und vor allen Dingen mit unter Hochdruck stehendem 1200 Grad heißem Wasser, die Wasserdampf, die Poren aufreißt, dieser Holzkohle, dass man eine extrem große Oberfläche bekommt. Holzkohle an sich hat ja schon eine sehr große Oberfläche. Durch das Aufreißen mit dem Wasserdampf vergrößert man diese Oberfläche nochmal um das Vielfache. Dadurch bekommt man eine sehr wirksame große Oberfläche, die negativ geladen ist und die besonders gerne organische Stoffe anlagert, herausfiltert. Das ist das, was Holzkohle macht. Und Aktivkohle ist sozusagen dann die nochmal fünfmal bessere, von der Filterwirkung nochmal fünfmal bessere Holzkohle für das gleiche Materialmenge. Ne? Muss man einfach die fünffache Menge Holzkohle nehmen. Wenn Sie selber mal einen Wasserfilter bauen wollen für Ihren Teich oder für andere Sachen, ist durchaus eine Variante, einfach Holzkohle zu nehmen und das Holzkohlepulver oder auch Holzkohlenstücken und das Wasser über Holzkohle laufen zu lassen. Auch das hat schon diesen Filtereffekt, dass es die organischen Stoffe zurückhält und man muss dann einfach nur entsprechend mehr Holzkohle nehmen, als man Aktivkohle nimmt. Also es ist Holzkohle quasi, deswegen mache ich es tatsächlich, dass ich die alten Patronen, die wir dann einmal im Jahr haben, die ist ein bisschen schwierig. Man muss sie ganz schön bearbeiten mit dem Hammer und mit Messer aufschlitzen, dass man hier rankommt. Also hier drin ist dieser Kohleblock. Hier draußen einfach nochmal ein Netz drüber, dass dieser Zellulose, Kurzzellulose-Matte, die hier drüber ist, dass die nicht wegfliegt. Ansonsten ist dann hier drin der wirksame Bestandteil, ist hier drin ein fetter Kohleblock. Und den recycle ich tatsächlich, indem ich den auseinanderprügle nach einem Jahr und dann mit auf den Kompost mache.
Also selbst dafür kann man den Aktivkohlefilter sozusagen am Schluss dann verwenden. Also das ist natürlich auch spannend für uns und schön, dass es einen Kohlefilter gibt, beziehungsweise dass das eine bekannte Technologie ist bei dem Wasserfilter. Und der wurde hier aber noch erweitert, eben durch den Hersteller, indem sie dieses Aktivkohlepulver gemischt haben mit ihrem Keramikpulver, mit einem gewissen Anteil, ich nehme an, 1-2% ihrem Keramikpulver dabei, und das zusammen gepresst haben zu dieser Aktivkohlepatrone, gebacken haben zu dieser Patrone. Die ist dann hart wie Stein. Ja, und das Ding, was kann nun Aktivkohle bei der Filterung? Das ist im Grunde die einfachste und günstigste Form der Wasserfilterung, dieser Aktivkohlepatronen. Zunächst mal gibt es kein Abfallwasser, es ist nicht so wie bei der Trennumkehrosmose. Das ist ja sozusagen die teuerste Form der Wasserfilterung, wo wirklich alles rausgefiltert wird. Es ist im Grunde wie destilliertes Wasser danach. Da kommt wirklich nur H2O durch und ansonsten nichts. Aber das klappt nur, man muss tatsächlich eine Kohlepatrone vorschalten. Die ganzen Osmosefiltersysteme haben erstmal eine Kohlepatrone und dann das Osmosefiltersystem. Und das Osmosefiltersystem funktioniert so, dass die Reststoffe, die Mineralien, Magnesium, Calcium vor allen Dingen und was eventuell noch im Wasser drin ist, das ist ja dann minimal, dass das aufkonzentriert wird in Abfallwasser. Das geht weg. Die vierfache bis zehnfache Menge Abfallwasser, auf 1 Liter Trinkwasser gehen da 4 bis 10 Liter Abwasser weg beim Trennumkehrosmosesystem. Und dafür hat man aber 1 Liter dann extrem reinstes Wasser, sodass man es also wirklich ohne jeden Bein mehr, ohne Calcium, ohne Magnesium, es ist wirklich nur noch H2O. Das ist eine interessante Variante, ist aber auch relativ teuer. Und gesundheitlich kann man sagen, es gibt keine, der eine sagt, das mit Mineralien ist besser, der andere sagt, das ohne Mineralien ist besser. Der entscheidende Punkt scheint zu sein, die wesentlichen Gifte aus dem Wasser zu holen. Und dann ist es eigentlich kaum noch ein Unterschied. Das ist Trennumkehrosmose, das ist das nicht, das ist Kohle. Einfach nur Kohlefilter. Trennumkehrosmose hat erstens das Problem, dass es viel Abfallwasser hat. Zweitens, dass man eben die Mineralien im Wasser fehlen. Ja, das ist für das Wasser vielleicht gar nicht so gut. Aber auf jeden Fall, dass es sehr, sehr teuer ist. Trennumkehrosmose, da geht es eigentlich bei, ja, also wenn es ein halbwegs kein Billigsystem ist aus China, dann ist man da 1000 Euro ungefähr los für so ein halbwegs ordentliches Trennumkehrosmosesystem. Während es die Kohlefilter, dieses Nanuno-Auftischfiltersystem, schon für 100, inklusive erste Patrone, für 165 Euro gibt. Also 169 Euro bei uns im Shop. So, 169 Euro. Also ein Riesenpreisunterschied. Und das ist auch der Grund, warum wir nur dieses System anbieten, weil wir jetzt keine Lust haben, in diesen, ich sag mal, überteuerten Wasserfiltermarkt einzusteigen, sondern wir haben uns wirklich nur das günstigste und gute Wasserfiltersystem ausgesucht und verkaufen das. Und wer da Spezialsachen haben will, das kann man mit EM-Keramik kombinieren. Das ist dann die eigene Entscheidung. Vielleicht zuerst was, kann ja schon mal ein bisschen auspacken, was aber filtern wir denn eigentlich mit Kohle genau heraus und was filtern wir nicht heraus? Das gucken wir uns noch mal kurz an auf der Verpackung. Und wir filtern heraus mit dem Kohlefilter, das ist also ganz klassisch, das ist klassische Kohlefilterung, Schwermetalle. Über 90%, Blei, Kupfer und so weiter. Das, was eventuell in den Rohren anfällt, wird also auch zu aller überwiegenden Teilen rausgenommen. Es wird rausgenommen, alles, was irgendwie organisch ist. Medikamentenrückstände, Hormone, Weichmacher, Plastegifte, die sich aus der Plaste lösen, andere nicht nur Weichmacher, gibt es noch andere, die sich daraus lösen und hormonähnliche Wirkungen haben. Pestizide, sei es Glyphosat, sei es Bentazon, Atrazin, DDT, Lindan, all das wird zu über 99% rausgefiltert.
Das ist das, was die Kohle eben zurückhält, das, was die Kohle besonders gerne anlagert an sich und dann entsprechend festhält, dass es nicht ins Trinkwasser kommt. Das ist diese Filterwirkung der Kohle. Und auch Chlor, also Chlor und chlorähnliche Bestandteile, die zum Fluor, die zum Wasserbehandlung eingesetzt werden, mitunter in Wasserwerken, damit man, ich sag mal so, wenn ein Wasserwerker Chlor einsetzen muss, dann weiß er eigentlich, dass er nicht richtig gearbeitet hat, dass seine Anlagen nicht ordentlich auf dem Stand der Technik sind bzw. neu sind, weil dann hat er irgendwo Verunreinigungen im System, Bakterien im System und er wird eben nicht anders her, als dass er da Chlor reinschmeißt, um die Bakterien kaputt zu machen. Der deutschen Wasserwerker waren eigentlich jahrzehntelang stolz darauf, dass sie kein oder kaum Chlor einsetzen mussten, weil sie so ein perfektes, sauber gebautes, auf neuestem Stand sich befindendes Wasser, Trinkwassersystem, Trinkwasserrohr und Leitungsnetz hatten. Mit der Alterung dieser Systeme und mit der vor allen Dingen Übergabe dann an private Investoren, die dann an allen möglichen Enden und Ecken sparen und dann natürlich sagen, Chlor kostet nichts, warum soll ich eine neue Leitung bauen? Da Chlor reinhauen, weil es ist ja erlaubt, die also den Ehrgeiz nicht haben, dem Trinkwasserkunden, dem Einwohner ein möglichst optimales Wasser anzubieten. Greift leider, ich weiß es aus Berlin, aber auch Rostock und sonst wie, greift die Chlorung in Deutschland um sich. Und also ich kriege Chlorwasser nicht runter, das ist so eklig. Das muss man einen Tag stehen lassen, dass es ein bisschen ausgast, dann kann man es langsam mit EM-Keramik in der Wasserflasche, das ich mache, wenn ich mal in Berlin bin, da kriege ich das nicht frisch runter, dann muss ich das wirklich einen Tag stehen lassen und mit Wasser und EM-Keramik und dann funktioniert das. Oder eben durch so einen Filter, der nimmt eben auch Chlor raus, das ist auch das, was er anlagert und das, was das dann also komplett frisch und chlorfrei schmeckt, das Wasser danach. Die Filterporen sind sehr, sehr fein. Dieser NFP Premium Filter, Filterporen unter 0,45 Mikrometer. Also Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Also weniger als ein Tausendstel Millimeter. Millimeter ist das ein Millimeter. Und davon ein Tausendstel, also das waren schon wahrscheinlich 2 mm mit meinen dicken Fingern, und davon aber ein Tausendstel bzw. ein halber Tausendstel Millimeter, das ist die Porengröße dieser Filtereinheit. Und das heißt, dass das Wasser auch, dass das auch sowieso Feinstpartikel und so alles, was irgendwie an feine Partikel drin ist, sowieso zurückgehalten wird. Und auch Bakterien und auch andere Mikroorganismen, Pilze, Hefen, alles, was irgendwie partikulär ist, bestimmte Größe hat, wird davon zurückgehalten. So, also das ist eine im Grunde sehr simple Form der Wasserfilterung, wie sie seit ewigen Zeiten auch schon angewandt wird, bekannt ist. Und Filterersetzung, man sagt typischerweise, die Filter halten für 10.000 Liter, 10 Kubikmeter Wasser, 10.000 Liter. Jetzt können Sie sich mal überlegen, wie viel Wasser Sie am Tag im Haushalt verbrauchen, mit Kochen und allem drum und dran, Gemüse waschen. Naja, wenn Sie auf, ich sag mal, 20 Liter Trinkwasser am Tag kommen, das wäre verdammt viel, ne? Also das ist vielleicht so, wenn Sie wirklich einen vollen Haushalt haben und den 100% benutzen und den auch noch damit noch ihr Gemüse waschen und sonst was, dann kommen Sie vielleicht auf 20 Liter Trinkwasser am Tag mit 4 Leuten in der Familie, die alle wie bescheuert Wasser trinken. 20 Liter Trinkwasser am Tag, das wäre in einem Jahr 350 Tage, 350 mal 20, 7.000 Liter. Also selbst das schaffen Sie nicht in einem Jahr, wenn Sie es so massiv verwenden, in einem Jahr auch nur annähernd die 10.000 Liter Marke zu knacken. Das heißt, Sie werden praktisch immer bei der Wassermenge unter der Wechselgrenze bleiben. Und die nächste Empfehlung ist, das innerhalb eines halben Jahres zu wechseln. Also entweder 10.000 Liter oder alle halbe Jahre.
Und die halbe Jahre, die kommen daher, dass man eine Kontamination mit Mikroorganismen befürchtet, dass die da irgendwie durchwachsen oder so. Und deswegen sagt man, alle halbe Jahre wechseln. Diese Gefahr ist natürlich mit EM-Keramik da drin deutlich geringer. Dadurch, dass wir EM-Keramikpulver hier drin haben, das kennen wir von Blumenvasen, in die wir EM-Keramik reinmachen, oder von Wassertanks, in die wir EM-Keramik reinmachen, oder Regentonnen, Wasserbehälter, Wasserkrug. Das Wasser kippt einfach nicht um, es wird nicht schlecht, es fängt nicht an zu riechen, selbst wenn da Dreck drin sein sollte, was hier natürlich sowieso nicht der Fall ist. Das Wasser kippt nicht um, weil die EM-Keramik dazu führt, dass sich keine Schadkeime dort entwickeln wollen, sage ich mal. Können das vielleicht, aber sie wollen es nicht. In dieser Umgebung entwickeln sich dann lieber Milchsäurebakterien, die zum Beispiel eben kein Problem sind für Wasser und nicht riechen und kein Problem machen. Und das ist so eine Form dieser EM-Keramik, die wir da verwenden, EM-Keramikröhrchen. Und nochmal ein kurzes Wort zu EM-Keramik. Ich habe dazu ein ganzes Video gedreht. Das können Sie sich ja vielleicht dazu nochmal angucken, EM-Keramik und der Einsatz in Geschirrspülmaschinen. Aber nochmal ein ganz kurzes Wort zu EM-Keramik. Das ist Ton. Ton, normaler, ja, normaler Bentonit-Ton, hochwertiger Ton, der mit EM, diese Art Sauerkrautsaft, ne, diese Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien, der damit gemischt wird, über mehrere Monate, 3 Monate im Normalfall eingelagert wird, fermentiert wird sozusagen. Da passiert auch was im Ton, der wird feiner, weicher, da verändert sich die Struktur, die Ladung, und natürlich produzieren die Mikroorganismen bestimmte Substanzen, die sich dann auch an diesen Ton heften und da eingelagert werden. Und dann wird es gebrannt. Bei 1200 Grad. Mikroorganismen tot. Also 1200 Grad überleben auch die EM-Mikroorganismen. Naja, der Professor Jäger hat da mal gemeint, er hätte die Photosynthesebakterien wiederbelebt. Aber für alle praktischen Fragen sind die Mikroorganismen nach dem Brennen tot. Und dann ist aber die Struktur dieser Mikroorganismen und zum Teil die Substanzen und die Ton fest eingebrannt. Und das hat bestimmte Wirkungen. Gucken Sie sich nochmal das Keramikvideo an. Auf jeden Fall hat es die Wirkung, dass sich Wasser verändert, feiner strukturiert wird, weicher wird, dass es besser von Pflanzen aufgenommen wird, dass es nicht umkippt, das Wasser, dass es, wenn das mit dem Keramik Kontakt hat, dass das nicht anfängt zu riechen. Wenn man das in Blumenvasen macht, kippt das Wasser nicht um, halten die Blumen doppelt so lange und so. Also das ist das, was man mit dem Keramik machen kann. Und das ist hier diese Röhrchen, da kostet so ein 100 Gramm, die in dem Beutel hier kosten 9,90 €. Und die, da braucht man so 10 Röhrchen für so einen Wasserkrug bzw. Wasserkocher und ja, Geschirrspülmaschine, 20 Röhrchen und so weiter. Macht man, kann man in verschiedensten Anwendungsgebieten, Blumenvase, 2, 3 Röhrchen, Sprühflasche, kann man an den verschiedensten Punkten EM-Keramik anwenden, um Wasser frisch zu halten. Und eben auch hier und hier eben eleganterweise schon mit eingebrannt in die, eingebacken in den Aktivkohlefilter. Aber man kann diese Röhrchen auch, nur mal so als kleinen Tipp, mit in die Duschbrause basteln. Aufschrauben hinten und da krümmen. Ich habe da, glaube ich, 10 Stück reinbekommen bei mir. Immer wenn ich mal dran denke und das Ding mal aufschraube oder so, ne, man eine neue Duschbrause kauft oder sowieso irgendwas baut, dann, ach, könnte ich ja noch ein bisschen EM-Keramik reinmachen. Oder ich baue die Brausearmatur am Hahn ab und stopfe da ein paar rein. Also an so verschiedenen Orten mache ich es gerne mal ein bisschen rein, wo es sich anbietet. Unsere Wasserversorgung im Haus haben wir durch eine EM-Keramik, die wir außen um die Wasserleitung gemacht haben, auch schon behandelt. Also an verschiedenen Orten im Haus verwenden wir diese EM-Keramik. Und man kann die auch mit diesem Wasserfiltersystem verbasteln, selbst wenn man jetzt nicht diese Filterpatrone hat, sondern eine normale Kohlepatrone. Auch dann kann man das Wasser eben im Nachhinein mit EM-Keramik behandeln, was man sowieso dann machen sollte, damit es weiter gute Qualität bleibt. Beziehungsweise man kann es auch vorher in die Wasserleitung machen, beziehungsweise sogar hier vielleicht ein paar noch mit reinbasteln. Und jetzt zeige ich mal, wie das Ding montiert wird. Also kommt in, das ist das Komplettsystem, Wasserfilter,
Auftischsystem, was einfach an die Wasserbrause anmontiert wird. Und der Filter, der EM Keramik Carbonitfilter, zusammen bei uns im Shop 169 Euro. Die Filterpatrone alleine, die man dann eben, ich verwechsel sie nur einmal im Jahr, weil ich genug Vertrauen in meinen EM Keramikpulver habe. Offizielles Wechselintervall ein halbes Jahr. Und das zusammen, die 58 Euro zusammen 169 Euro. So, mit der ersten Patrone. Und so funktioniert es. Wir montieren erstmal den. Das Ding können wir also aufschrauben. Ne? Der Ring hier, der ist wichtig, der fällt gerne ab oder verschwindet. Der ist entscheidend dafür, dass alles dicht ist. Also der muss wieder genauso, der passt eigentlich hier rein, fällt aber gerne raus. Der muss wieder an der richtigen Ort und Stelle kommen. Dann kommt diese Filterpatrone gerne mit zwei. Also so weit packt man es aus, ne? Das Plastik bleibt hier drum. Da ist noch eine Folie drum geschweißt, normalerweise die macht man ab, aber das Plastik bleibt drumherum. Und dann hat man hier zwei Dichtungsringe dran, einen oben, einen unten, aber so viel brauchen wir gar nicht, wir brauchen nur einen Dichtungsring. Der zweite, der große schwarze Dichtungsring hier, da habe ich noch einen. Der zweite Dichtungsring, der ist für ein anderes Wasserfiltersystem, weil das passt auch noch in andere Wasserfiltersysteme. Für unser Wasserfiltersystem reicht das mit einem Dichtungsring oben. Der zweite Dichtungsring ist hier unten nicht nötig. Da, wo das kleine Loch drin ist, da kommt nachher unser Trinkwasser raus. Und das hier, das kleine Loch, das muss hier rauf. Dann klappt's. So. Dann kommt das Wasser hier durch diesen Schlauch an. Dringt von außen durch diese Patrone, innen rein, durch das kleine Loch und dann hier raus. So läuft's. Zumachen. Aufpassen, dass wir den Filterring hier, den Gummiring hier richtig erwischen. Aufschrauben, festschrauben, fertig. Und dann wird es angeschlossen. Und das Schöne an diesem System ist ja, man braucht keinen Klempner, man braucht keine großartige Vorbereitung oder so, sondern man kann das quasi mit dem mitgelieferten Adapter ganz schnell von Hand, normalerweise auch ohne Rohrzange, wenn es nicht zu verrostet ist, ihr zu verkalkt ist, ihr Küchenwasserhahn, dann so montieren. Ich werde es am Schluss noch mal kurz in der Praxis zeigen, in unserer Küche, wie das Ding, ja, unser 7 Jahre alter Wasserfilter da schon steht, der da tapfer seinen Dienst verrichtet und wo wir jedes Jahr die Patrone wechseln und wie der da angeschraubt ist. Aber der entscheidende Punkt ist dieses hier. Worum wird das? Ich will das jetzt nicht auspacken, das ist also schwierig wieder einzupacken. Aber dieses Teil hier, das ist der, wird mit dem Adapter hier, beziehungsweise es gibt dann je nach Größe noch einen anderen Adapter, der mitgeliefert wird. Das wird angeschraubt an den Küchenwasserhahn. Macht man, wenn da irgendwie eine Brause oder so dran ist, macht man die ab, schraubt das hier dran und kann die Brause wieder unten anschrauben. Also es wird auf jeden Fall nach der Brause, also die Brause kommt dann hinter, nicht davor, dass wir hier Luft reinbekommen, das wollen wir nicht. Da wird es mit angeschraubt und dann sehen Sie hier den kleinen Hahn an der Seite. Der kann quer oder längs gestellt sein und wenn er so wie nach unten ist, offen ist, dann fließt das Wasser ganz normal durch den Küchenwasserhahn und kommt hier unten raus und Sie können ganz normal Ihr Geschirr waschen. Und wenn das quer gestellt ist, dann fließt das Wasser durch den Schlauch in den Filter. Das ist das System. Wie gesagt, passt eigentlich in alle Küchenwasserhähne und ist universal, schnell einsetzbar und sofort montierbar. Das spricht mich natürlich an. Und interessant ist dann noch, wo man es nicht verwenden soll. Nicht auf einer Brausearmatur, also die Brausearmatur am Wasserhahn erstmal abschrauben, dann das rauf und dann kann man, wenn man will, die Brausearmatur wieder ranschrauben. Und nicht nach drucklosen Boilern. Drucklose Boiler sind nicht geeignet für den Filter, denn er braucht einen bestimmten Wasserdruck
und darf keine Luft ins System kommen und so. Achso, wenn man ihn montiert hat, den Filter, wenn man den dran hat, dann lässt man erstmal ein paar Liter Wasser durchlaufen. Da kommt am Anfang ein bisschen schwarzes Wasser, weil es tatsächlich ein bisschen Kohlestaub sich löst und rauskommt. Das kann man auch mittrinken, wenn man will. Also das ist der erste halbe Liter, ne? Aber normalerweise lässt man 5 Liter Wasser ablaufen. Okay, Kohlestaub ist wunderbar für die Verdauung. Aber wie gesagt, das ist nur der erste halbe Liter. Dann ist es rausgespült, der Kohlestaub. Und lässt man also ein paar Liter durchlaufen. Dann hier drin ist ja erstmal noch Luft. Das heißt, das ganze Ding muss ich erstmal mit Wasser füllen. Und wenn das geschehen ist, dann muss man das ganze Ding, wenn er sich mit Wasser gefüllt hat und hier gut schon mal eine Weile Wasser rausgekommen ist, dann ist hier oben immer noch eine kleine Luftblase. Das heißt, man muss das ganze Ding einmal umdrehen. Wenn man es montiert hat, Wasser durchlaufen lässt, beim Wasser durchlaufen am besten, das kann ein bisschen Sauerei machen, aber das macht man nur einmal. Einmal kurz umdrehen, Wasser durchlaufen, lassen, dass die Luft hier oben auch rausblubbert und dann ist das Ding aktiv, dann ist es in Ordnung und kann eingesetzt werden. Ja, das zum Filtersystem. Und das nächste, was müssen wir jetzt noch dazu sagen? Gibt gleich noch eine praktische Vorführung. Was filtert es nicht raus? Es filtert Mineralien nicht raus, Magnesium, Calcium. Und so, die bleiben hier drin in diesem Kohlefiltersystem. Es nimmt wirklich nur die ganzen organischen Giftstoffe, Weichmacher, Hormone, Medikamente, Schwermetalle, Bakterien raus. Aber Magnesium, Calcium und so weiter, also wenn Sie hartes Wasser haben, wird es hartes Wasser bleiben. Nur durch die EM-Keramik ein bisschen anders strukturiert, besser Lösungsfähigkeit, ein bisschen schmackhafter, aber es wird hartes Wasser bleiben. Also Calcium- und Magnesiumreiches Wasser bleiben. Das ist anders als bei der Trennumkehrosmose, die nehmen diese Mineralien mit raus. Wobei ich der Meinung bin, dass diese Mineralien jetzt, gerade für Menschen, die Mineralien knapp versorgt sind, sind diese geringen Mengen an Kalzium und Magnesium im Wasser gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall schaden die ansonsten nicht großartig oder schaden nicht. Sind eventuell sogar für die Versorgung des Körpers, Es gibt ganz verschiedene ideologische Ansichten bei Wasserfiltern. Gibt es ja Klassen und Schulen, die einen sagen nur destilliert, die anderen sagen nur Ultrafiltration, Trennumkehrosmose und was weiß ich. Und das wäre die einzigste Variante. Tatsache ist, 99% aller relevanten Stoffe filtern sie hier mit raus. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir den Großteil der relevanten Giftstoffe tatsächlich mitnehmen. Ob man dann das letzte i-Pünktelchen, ob dieses Magnesium oder dieses Trennumkehrosmose oder das dann das letzte Promille des Stoffes dann vielleicht noch mit rausnimmt, das ist dann eigentlich eher Spielerei als gesundheitlich relevant. Genau, also es ist ein einfaches, simples System, zuverlässiges System, was schon seit langer Zeit auf dem Markt ist und was wir zuverlässig und erfolgreich da verkaufen und anwenden. Ja, für die Wasserwerke ist es natürlich so, dass es durchaus problematischer wird, dass wir immer mehr organische Verunreinigungen in den Wasserwerken haben, was dann die Rohrleitungssysteme noch mitbringen. Gut, das ist dann vielleicht mal ein bisschen Schmutz dabei, ein bisschen mikrobielle Verunreinigung. Diese Verunreinigungen durch Medikamentenrückstände, Hormone, Plastikgifte, also Weichmacher und dergleichen, Pestizide, die werden heutzutage standardmäßig in Wasserwerken nicht rausgefiltert. Und die sind nicht reguliert vom, also im Wesentlichen nicht reguliert von der Trinkwasserverordnung oder so. Wenn die da megamäßig über allen Größenordnungen liegen, dann kriegen die das auch mal mit und gucken das und nehmen dann die Quelle nicht mehr. Aber typischerweise leichte Verunreinigungen, wie sie bei Uferfiltrat gerne auftauchen, wenn es keine ganz, ganz alte Quelle ist oder bei eben seit unter landwirtschaftlichen Flächen, die Jahrzehnte verseucht sind, dass dann irgendwann auch mal im tieferen Grundwasser das ankommt. Davor haben eigentlich die Wasserwerke alle Angst,
Reden aber nicht gerne drüber, weil die Filterung des Wassers im Wasserwerk, da müsste man dann eben massive Aktivkohle- bzw. Holzkohlefilter dort aufbauen. Die würde eben das Wasser um, keine Ahnung, 50 Cent den Liter verteuern. Und das möchte man gerne, den Liter nicht, den Kubikmeter verteuern. Und das möchte man eben gerne vermeiden. Aber die beste Vermeidungsstrategie wäre natürlich, diese Stoffe gar nicht erst ins Grundwasser gelangen zu lassen. Entweder indem man sie gar nicht braucht, indem man viele Pestizide, Fungizide und Herbizide durch entsprechend angepassten Ackerbau und Einsatz von EM gar nicht erst benötigt. Und aber auch ganz wichtig, indem man einen Boden hat, der in der Lage ist, diese Giftstoffe zurückzuhalten und abzubauen. Und da kommt dann wieder EM und Terra Preta ins Spiel. Wenn wir nämlich einen humusreichen Boden haben, gerade Holzkohle im Boden, ist wunderbar in der Lage, eben organische Stoffe, auch organische Giftstoffe wie Pestizide, anzulagern, zu binden und dann eben so lange festzuhalten, bis Mikroorganismen das in aller Ruhe abbauen können. Also da kommt unsere Arbeit mit Landwirten und Boden auch ins Spiel, dass wir sagen, wenn wir einen guten Boden haben, humusreichen Boden haben, schützen wir nicht nur den Boden, haben wir nicht nur gesunde Pflanzen, sondern der Boden, der Humus im Boden schützt auch, filtert auch unser Regenwasser, unsere eventuelle Kontamination, die da von oben kommen, und lässt die eben nicht durch und bindet die und baut die ab. Das heißt, der humusreiche Boden ist auch der beste Trinkwasserschutz, und da sollten wir eigentlich langfristig darauf zielen, dass wir gar nicht erst unsere Umwelt kontaminieren, um das dann im Nachhinein alles zu filtern, sondern dass wir im Vorhinein gucken, dass wir diese Stoffe gar nicht anwenden, beziehungsweise einen Bodenfilter, einen humusreichen, holzkohlereichen Boden haben, einen Terra Preta Boden, der in der Lage ist, diese Stoffe aufzufangen und abzubauen. Das ist eigentlich unser langfristiges Ziel, und solange dass die solange wir da noch mit Kontamination zu kämpfen haben, ist eben die Filterung beim Anwender vielleicht doch eine ganz vernünftige Sache. Und dann natürlich am liebsten in Form von unserem Lieblingsstoff Holzkohle bzw. Aktivkohlefilter mit EM-Keramik. Herzlichen Dank. Jetzt noch mal kurz die Vorführung unseres Wasserfiltersystems in der Praxis. Bis nächste Woche. So, nochmal der Sanuno Carbonit-Wasserfilter in der Praxis, so wie wir ihn schon seit, kann ich gar nicht mehr sagen, 6 Jahre, 7 Jahre ununterbrochen benutzen. Also dieser Filter hier ist seit wirklich 7 Jahren in Betrieb. Die Patrone haben wir einmal im Jahr ausgewechselt, mit EM-Keramik drin in der Patrone ist das die Gefahr, dass sich das mikrobiologisch verunreinigt, was der Hauptgrund ist dafür, dass man das nach einem halben Jahr wechseln soll, gering, deswegen machen wir meistens ein Jahr, manchmal auch kürzer, wenn es schon vorher irgendwie nicht mehr so richtig durchfließen möchte. Und ja, relativ simple Montage, also da sehen Sie den Wasserhahn, und jetzt ist er so eingestellt, immer nur Kaltwasser durchlaufen lassen, ne? Jetzt ist er so eingestellt, dass er der Hahn ganz normal unten rausfliegt. Man könnte hier unten auch noch eine Brause montieren, dass das Wasser ein bisschen mit Luftblasen angereichert wird. Das ist also die ganz normale Benutzung. Und man sieht, man braucht hier so, was sind das? 1, 2, 3, 4, 3 Zentimeter, 4 Zentimeter. Das verlängert hier den Unterbau. Ansonsten ist das der Adapter, der mitgeliefert wird. Das ist dann die Einheit, die entweder quergestellt wird oder längsgestellt wird. Und das ist nochmal ein kleiner das kleine Browser dazu. Dann gießt es komplett so durch, sodass man ganz normal das Küchenwasser benutzen kann, wie man es immer gemacht hat. Und wenn man Wasser braucht, das gefiltert ist, dann fließt das jetzt hier durch diesen Schlauch, zack, hier unten rein, in das Ding, durch den Filter durch, und das geht dann in den Filter.
Genau, und der, ja, man sieht es, den Wasserstrahl ungefähr, man kann rechnen, 2 Liter pro Minute fließen da durch, je nach Druck. Tatsächlich schwankt unser Wasserdruck mal vom Wasserwerk. Und jetzt, wie man es vielleicht auch am Rauschen im Hintergrund ein bisschen hören kann, produzieren wir auch gerade EM. Das heißt, der Wasserdruck ist sowieso gering, weil unsere Heizungsanlage gerade durchlauferhitzermäßig 4000 Liter Wasser, heißes Wasser für die EM-Produktion macht. Genau, also das ist das System. Einfach montierbar. Und alles, was man nachkaufen muss, sind die Patronen. Und die Patronen mit EM-Keramik kosten, ich glaube, 58 Euro haben wir die im Shop. Das ist eben das, was einmal im Jahr anfällt, sonst gibt es da keine Kosten. Und das Ding komplett mit allem drum und dran, 169 Euro, also schon inklusive der ersten Patrone, das Komplettsystem. Und es gibt Varianten mit Untertisch, es gibt Varianten mit Osmosefilter, Edelstahl, sonst was. Da ist man dann, also mit Untertischvarianten und anderen Bauvarianten, die jetzt nicht so simpel montiert sind, das kostet gleich 100, 200 Euro mehr mit dem gleichen Filter. Und die anderen Wasserfiltersysteme haben wir ja schon besprochen. Das wäre also das System. Schnell montierbar, ohne Klempner, ohne Nachdenken, ewig haltbar. Und alles, was man ab und zu mal tauschen muss, ist die Patrone. Und dann haben Sie mit Ihrem Keramik belebtes Wasser und mit Kohle gefiltertes Wasser. Wir haben da auch mal eine Zeit lang unser Brunnenwasser durchgefiltert. Unser Brunnenwasser, also nicht das normale Stadtwasser, sondern das Brunnenwasser. Und das hat relativ viel Eisen und Mangan drin gehabt. Das sieht man, wenn das Wasser dann eine Weile gestanden hat, dann wird es braun. Das heißt, das Eisen und Mangan ist da oxidiert. Und dieses Eisen hat, so wie das ja auch Schwermetalle zurückhält, so hat es dieses Eisen zurückgehalten. Und das hat dazu geführt, dass das Ding innerhalb von, ja, wir haben es einen Monat oder so dafür benutzt, 2 Monate, dann war das Ding komplett dicht. Also wenn viele Belastung ist an Feinpartikeln, an Sachen, die rausgefiltert werden, dann ist das Ding auch mal schneller dicht. Das ist aber bei normalem Wasser oder trinkbarem Brunnenwasser eigentlich nicht der Fall. Nur bei eben so einem Brunnenwasser, was eigentlich auch nicht zum Trinken gedacht ist, da kann das schon mal vorkommen, dass das dann auch schneller dicht geht. Aber im Normalfall haben wir unsere Patronen die letzten 7 Jahre mit normalem Stadtwasser immer einmal im Jahr gewechselt, ohne Probleme und ohne, dass man noch kaum sieht, dass es da einen geringeren Durchfluss gibt. Ja, viel Spaß damit und wenn Sie über Wasserfiltersysteme nachdenken, das ist die einfache und schnelle Variante.